Ukraine, Syrien, Ebola, das Ausmaß der humanitären Krisen ist zuletzt dramatisch gestiegen. Die Vereinten Nationen zählen zurzeit circa 50 Millionen Flüchtlinge weltweit. Das Land Nordrhein-Westfalen brüstet sich damit, selbst aktiver Entwicklungshilfeakteur zu sein und hat in der Vergangenheit auch bereits mehrfach humanitäre Hilfe geleistet. Allerdings sind im Haushalt nur 20.000 Euro offiziell vorgesehen. Dieser Betrag reicht quasi ja nur gerade mal, um ein paar Stromgeneratoren zu verschicken. Wenn man den Anspruch ernst nimmt, dann muss hier mehr passieren und die Menschen in der Welt müssen sich auf unsere Hilfe verlassen können. Daher fordern wir in den aktuellen Haushaltsberatungen, dass der Titel für humanitäre Hilfen auf 200.000 Euro erhöht wird.